Punkten. Und die Grazer, die gegen Vorwärts Steyr anzutreten hatten, haben ja zuletzt 4 Niederlagen in Serie hinnehmen müssen. Dabei schaut es so aus, dass Vorwärts Steyr auswärts auch noch sieglos ist, aber insgesamt gesehen, was die Meisterschaftsgeschichte betrifft, doch eine ausgeglichene Bilanz gegen die Grazer in der Grurm hat. Bei Graz wurde Torhüter Koryob diesmal ersetzt durch den jungen Gerald Pipfel und der hat aber seit vorigem November nicht mehr in der ersten gespielt. Neben Torhüter Pripfel feiert auch Kurt Temm heute ein Comeback in der Mannschaft von Sturm nach mehrwöchiger Verletzungspause. Aber beide Teams beginnen in den ersten Minuten sehr nervös. Man merkt den Druck auf beiden Mannschaften. Es geht um sehr viel. Die erste gute Möglichkeit für Sturm dann in der 20. Minute durch Wettel, der hier diese hundertprozentige Torchance eigentlich vergibt. Steyr heute mit 3 Sturmspitzen, aber es kommt zu wenig Druck aus dem Mittelfeld und Steyr ist nicht mehr dann gefährlich, wenn Herauf mit nach vorne geht. Kopfball von Dubajic, aber keine Gefahr für das Sturmtor. Temm, Hörmann, Sturm gewinnt langsam ein Übergewicht im Mittelfeld. Neukirchner, gute Flanke, Wettel fährt daneben und Friesenbichler trifft hier nur die Stange. Eine gute Tormöglichkeit für Sturm auch. Torhüter Trost kommt hier nicht an den Ball, aber Friesenbichler trifft aus spitzem Winkel mit dem linken Fuß nur mehr die Stange. Ab der 30. Minute beginnt es jetzt stark zu regnen und Sturm deutlich überlegen, vor allem durch die Initiative der jungen Spieler, Neukirchner, Haas oder Schopp. Hier Markus Schopp, Distanz ca. 20 Meter, riskiert einen Schuss, Trost kann nur kurz abwehren und im Nachschuss erzielt Mario Haas das 1:0 für Sturm. Mario Haas bringt nach diesem Schuss den Trost aufgrund des glitschigen Balls und der Röst nur kurz wegschlagen kann. In der 35. Minute mit 1:0 in Führung und das ist auch der Pausenstand am Grazer Sturmplatz. Und nach Seitenwechsel spielt Sturm mit dem Elan, mit dem man die ersten 45 Minuten beendet hat, wieder Mario Haas. Sein Ball geht nur ganz knapp an der rechten Stange vorbei. Es gibt jetzt einige gute Tormöglichkeiten innerhalb weniger Minuten. Schopp, Friesenbichler, auch sein Kopfball nur wenige Zentimeter am Tor vorbei. Trainer Djuricic nimmt aber dann Friesenbichler und den jungen Haas aus dem Spiel, bringt Walter Schachner und macht Hanno Schulz und paradoxerweise reißt hier der Spielfaden von Sturm. Steyr wird immer stärker und Sturm wird in die Defensive gedrängt. Hier Freistoß für Steyr in der 85. Minute. Koch und Andi Herauf erzielt den Ausgleich. 1:1. Herauf, der in der zweiten Hälfte offensiver spielte, holt für Steyr in einem Match, das Sturm 70 Minuten beherrscht hat, noch einen Zähler. Sturm und Steyr trennen sich 1:1. 1:1, auch die Torwette und der richtige Tipp selbstverständlich X.